Während die Amerikaner ihren Abzug aus Afghanistan vorbereiten, blickt der belgische Filmemacher Pieter Jan de Puy tief in das seit Jahrzehnten geschundene Land. Irgendwo in der schroffen Bergwelt des Pamirgebirges, im Nordosten des Landes, kontrollieren Jugendgangs die Handelsrouten. Sie verkaufen Sprengstoff, schmuggeln Opium, Waffen und Edelsteine. An seinem Debütfilm hat de Puy 7 Jahre lang gearbeitet, die Landessprache gelernt und monatelang mit den Kindern gesprochen. Trotz ihres Überlebenskampfes haben sie viele Träume und Ideen zu ihrer eigenen Zukunft und dazu, wie Afghanistan nach dem Abzug der Amerikaner aussehen könnte. Einmal traf ich einen Jungen, der mir erzählte, wenn die US-Truppen hier weg sind, dann werde ich der König von Afghanistan. Ich heirate die schönste Prinzessin und wir leben in einem Palast. Meine Freunde werden meine Leibgarde und beschützen uns. Diese kleine Geschichte wurde zum roten Faden meines Films. Um die Überlebensstrategien und die Träume der jungen Afghanen einzufangen, ist die Filmcrew großer Gefahr ausgesetzt und wird tatsächlich von Taliban-Kämpfern überfallen. Die Ausrüstung ist zerstört, das Produktionsgeld gestohlen. Im Jahr 2014 hatte ich verstanden, dass ich den Film nur fertig machen kann, wenn ich alleine zurückgehe und Afghanen zu einer Filmcrew ausbilde. Als Kameraassistent, als Tonmann, als Regieassistent und als Produktionsmanager. Und dass ich an jedem Drehort Leute brauche, die die lokalen Machtstrukturen wie den jeweiligen Ortskommandeur kennen und die auch die Sicherheitslage einschätzen können. Außerdem brauchte ich viel mehr Zeit und musste extrem flexibel sein. Nur ein Auto, wenig Ausrüstung, aber umso mehr Pläne, einen Plan A, D und F. Und wenn etwas nicht funktionierte, konnten wir sofort umschwenken. Pieter Jan de Puy inszeniert in großartigen poetischen Bildern, was die Jugendlichen ihm aus ihrem Leben erzählten und was er in Afghanistan vorgefunden hat. Fiktionales verwebt er nahtlos mit Dokumentarischem zu einer fast surreal anmutenden Erzählform. Preiswürdig, wie Phoenix-Programmgeschäftsführer Michael Hirz in seiner Laudatio unterstreicht. Das Herausragende an The Land of the Enlightened ist aber nicht nur das Thema, sondern auch die große cineastische Qualität, seine poetische Kraft. Sie haben ja gerade einen kurzen Ausschnitt gesehen. Ich kann Ihnen sagen und versprechen, wenn Sie sich den Film ansehen, er hat sehr viele solcher Momente, die unglaublich eindrucksvoll sind und die Sie in der Qualität vermutlich sehr, sehr selten sehen werden. Welche Hoffnungen und welche Träume haben die Kinder dieses Afghanistan für eine Zeit nach dem Abzug der ausländischen Besatzung? Wie lässt sich eine künftige afghanische Gesellschaft ohne Krieg erreichen und wie lässt sie sich gestalten? Das sind die drängenden Fragen, denen der Preisträger Pieter Jan de Puy in monatelangen Gesprächen mit afghanischen Kindern auf den Grund gegangen ist. Diese vielen Stimmen und Hoffnungen, die der Film bündelt und zeigt, die sind in einem Maße überwältigend, wie ich sie wirklich selten in einem Film über diese Gegend der Welt oder überhaupt gesehen habe. In seinem Debütfilm wird vor allen Dingen eine Person herausgestellt, ein junger Protagonist, Ghulam Nazir. Er ist der Anführer einer der zahlreichen Kinderbanden in diesem gebeutelten Land. Diese Perspektive von afghanischen Kindern und Jugendlichen auf dieses konfliktbeladene Land hat man so zuvor wohl noch nie gesehen. Und es passt genau zum Phoenix-Claim. Wir zeigen das ganze Bild. Entsprechend hat der besondere Dokumentarfilm im Kinoformat bei Phoenix einen eigenen Sendeplatz am Sonntagabend. Wir sind der Meinung, dass nicht nur die Beschäftigung mit Aktualität, mit politischer Aktualität, ein Bild vermittelt von der Welt, sondern dass es in dieser teilweise ja wirklich irre erscheinenden Welt auch wichtig ist, gerade mit dem Mittel des Dokumentarfilms irgendwie Verständnis und Orientierung
Orientierung zu bieten. Deswegen, wie gesagt, pflegen wir den Dokumentarfilm, seitdem es uns gibt, also seit fast 20 Jahren. Weltpremiere hatte der Film bereits im Pamirgebirge. Sie haben nie verstanden, was wir machten. Und weil wir auf 16 mm drehten, konnten wir ihnen auch nichts zeigen. Es blieb alles sehr abstrakt und sie dachten wohl, wir würden ihr Leben nachstellen. Ich denke, es war wie ein Pfadfindercamp für sie. Vor 2 Wochen sind wir in die Berge von Pamir zurückgekehrt und haben aus Balken und einem weißen Tuch eine Art Leinwand zusammengezimmert. Wir hatten einen Projektor, einen Lautsprecher und einen Generator. Alle, die mitgemacht haben, kamen zusammen. Die Reaktionen waren einfach fantastisch. Sie klatschten, sie weinten und umarmten sich. Sie sahen, dass Ghulam Nasir, der Hauptprotagonist, wirklich mit seinem Pferd im Königspalast von Kabul eingeritten war und dass wir das nicht nur zum Spaß gesagt hatten. Er wurde ein richtiger Held. Im Film ist er der Anführer der Bande. Im richtigen Leben ist er der Sohn eines Khan, eines Anführers. Durch den Film haben alle ihn noch mehr als den legitimen Nachfolger seines Vaters gesehen. Es war wirklich ein großartiges Erlebnis. Die drängenden Fragen nach der Zukunft Afghanistans kann der Film nicht beantworten. Aber er wirft ein fast magisches Schlaglicht auf die Erfindungskraft der Jugend und den unbeugsamen Überlebenswillen des Volkes im Land der Erleuchteten.